Handyvideos haben die massive Explosion in Beirut festgehalten. Wir haben 3 Videos analysiert und den genauen Aufnahmeort bestimmt. So ergeben die Bilder Hinweise über das Ausmaß der Zerstörung und darüber, was sich während der Explosion abgespielt hat. Die Hauptdetonation ereignete sich am 4. August, kurz nach 18 Uhr. Ort des Geschehens, der Hafen von Beirut. Dieses Video beginnt kurz nach einer ersten Explosion. Darauf zu sehen, diese Lagerhäuser und diese Statue. Zusammen mit anderen Hinweisen ergibt sich der Ort, an dem das Video gedreht wurde. Es bietet einen guten Blick auf den exakten Ort der Explosion. Rauchwolken steigen über dem Gebäude auf. Durch den Rauch sind Lichtblitze zu sehen, wohl von weiteren kleinen Explosionen. Dann entwickeln sich rasant Stichflammen. Erst danach ereignet sich die Hauptexplosion, welche zahlreiche Häuser zerstört. Wie im Video zu sehen, ereignete sich die Explosion in diesem Gebäude direkt am Wasser. In dieser Lagerhalle sollen über 2000 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert worden sein. Eine Chemikalie, die bei unvorsichtiger Lagerung explodieren kann. Dieses Bild nach der Explosion zeigt, das Gebäude ist komplett verschwunden. An seiner Stelle ein Krater, selbst das Uferbauwerk ist nicht mehr da. Doch die Zerstörung reichte auch weit in die Stadt hinein. Ein zweites Video zeigt den Moment der Katastrophe aus größerer Distanz. Die gut erkennbare griechisch-orthodoxe Kirche St. Nikolas und die Häuserfront geben diesmal Aufschluss über den Ort der Aufnahme. Dieses Video wurde also über 1,3 Kilometer entfernt von der Lagerhalle aufgenommen. Es zeigt, wie sich die Druckwelle in die Stadt hinein ausbreitet. Die Zerstörung durch die Explosion ist auch im Zentrum von Beirut beträchtlich. Hier das dritte Video. Entstanden nach der Explosion in der Redaktion von The Daily Star Libanon. Scheiben sind eingeschlagen, Deckenplatten heruntergefallen, auch solche, die nicht unmittelbar in Fensternähe waren. Das Video entstand 1,5 Kilometer von der Lagerhalle mit dem Ammoniumnitrat entfernt. Ziehen wir diesen Radius um die Explosion, wird deutlich, wie viele Häuser ähnlicher Zerstörungskraft ausgesetzt waren. Das sind 3 Videos von Hunderten, welche die katastrophale Explosion in der libanesischen Hauptstadt festgehalten haben und so Aufschluss über die Katastrophe geben.